Hallo, ich möchte mir heute zwei Firmen bzw. zwei Aktien genauer ansehen. Ich werde mir die belgische Firma Bekaert etwas genauer ansehen. Das ist ein Hersteller von Stahlseilen. Die Firma vom Namen her, glaube ich, eher unbekannt, hat aber 25.000 Mitarbeiter und ist in vielen Bereichen, wo man eben auf Stahl basierende Teile herstellt, durchaus Weltmarktführer oder hat hohe Weltmarktanteile. Durchaus interessantes Unternehmen. Und als zweites möchte ich mal FedEx etwas genauer ansehen. Also den Namen hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Der Paketdienst, der ein internationales Logistikunternehmen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern. Die Aktie ist schon seit längerem in meinem Depot, ist aber eine kleinere Position, die schon seit einigen Jahren dahin tümpelt, wobei sie sich eh ganz gut entwickelt hat. Aber dementsprechend schaue ich mir die Firma von Zeit zu Zeit mal an, was es da Neues gibt und wie sich die Geschäftszahlen entwickelt hat. Haben. Einen kurzen Nachtrag möchte ich noch machen. Ich habe mir vor, glaube ich, mittlerweile schon über einer Woche in einem Video die Booking Holdings genauer angesehen. Eine Aktie, wo ich ebenfalls eine kleine Position halte und wo ich dann dazu gesagt habe, dass ich das Unternehmen nach wie vor ganz interessant finde, also die Mutter von Booking.com, und das damit argumentiert, dass die also sogar als der Tourismus schlecht lief, sehr schlecht sogar, im Jahr der Corona-Hysterie 2020 hat Booking.com noch immer einen Mini-Gewinn gemacht, das also zeigt, wie sie flexibel sie an das herangehen können. Ich bin dann gleich nach einigen Aktien gefragt worden, wie Marriott, also der Hotelgruppe, Royal Caribbean oder TUI, also alle, die mit Urlauben ihr Geld verdienen. Das dürfte jetzt gerade im Juli, August ein spannendes Thema sein, über das sich mehrere Leute Gedanken machen. Und ich meide die Branche generell. Ja, ich erzähle auf dem Kanal niemandem, was er machen soll. Das ist nur das, was ich mache. Aber generell meide ich Tourismusunternehmen. Die Kalkulation ist von mir relativ einfach. Wenn jetzt zum Beispiel Europa und die Größenordnung stimmt, wenn man sich die Rüstungsunternehmen anschaut, 5% der Produktionskräfte zusätzlich im Bereich Rüstung, aber auch Verteidigung mit größeren Militärbudgets und so weiter ausgibt und gleichzeitig die Produktivität pro Kopf, das kann man in Deutschland und in Österreich sehr schön sehen, das Vor-Corona-Niveau noch immer nicht erreicht hat, dann heißt das einfach, dass die Menschen etwas ärmer werden. Auf der einen Seite, weil die Produktivität niedriger ist und auf der anderen Seite, weil das, was man halt für Panzer oder für Kriegsschiffe ausgeht, die tausenden Leute, die in dem Bereich jetzt arbeiten, die jetzt mehr Leute dort arbeiten, das muss irgendwo anders fehlen. Ja? Und das merkt man halt auch im Lebensstandard, der etwas zurückgeht. Und wenn der Lebensstandard jetzt um 10% zurückgeht, dann gibt es Produkte wie Energie oder Konsumgüter. Das sind Firmen, die dann in meinem Aktiendepot sehr prominent drin sind, mit sehr hohen Anteilen, wo die Nachfrage kaum zurückgeht, auch wenn das Einkommen etwas zurückgeht. Und dann gibt es andere Produkte wie zum Beispiel Flugtickets, ja, oder eben Urlaubsreisen, die überproportional zurückgehen. Also wenn die Leute an 10% an Kaufkraft verlieren, und ich würde ungefähr das so abschätzen, dass wir in den letzten 5 Jahren ungefähr 10% im Schnitt an realer Kaufkraft eingebüßt haben, dann gibt es eben Sachen, die schlechter laufen. Sieht man eben zum Beispiel auch an den Zahlen vom Frankfurter Flughafen, die ich letztes Mal gebracht habe, wo zwar in den Medien die Juhu-Meldungen kommen, die Umsätze sind wieder höher als vor Corona. Ja, die Umsätze schon, aber nicht die Flugreisen, die Anzahl der Tickets. Es sind einfach die Tickets um 40% teurer geworden und damit mache ich mit minus 20% an verkauften Tickets mehr Umsatz als damals. Es gehen nicht mehr Flüge. Ja. Und deswegen meide ich den Tourismussektor eigentlich generell. Das ist meine eigene Position. Nur Booking Holdings ist bei mir das einzige Unternehmen in dem Bereich, das im Depot drin ist. Und eben auch deswegen, weil ich es mehr als Plattformunternehmen sehe und weniger als Touristiker. Und vor allem eben, weil Booking es geschafft hat, selbst 2020 im Worst-Case-Szenario noch einen Mini-Gewinn zu machen. Das heißt, ich glaube, auch in einer Branche, die ich momentan nicht hochgewichten würde, gibt es einzelne Unternehmen, die so gut aufgestellt sind, dass sie trotzdem ihre Gewinne machen. Also damit wollte ich nur die Frage vom letzten Mal beantworten. Ich schaue mir dementsprechend auch Marriott oder Royal Caribbean nicht genauer an. Zu TUI habe ich einmal, ist aber schon viel
viele Monate her was gemacht und erklärt, warum ich dort nicht investieren würde, weil für mich der Rest vom Sektor einfach nicht wirklich interessant ist. Ja. Ich habe dann eben letztens auch in einem Video ThyssenKrupp und die Voestalpine miteinander verglichen, erklärt, warum ich persönlich bei ThyssenKrupp nicht investieren würde. Bei der Voestalpine, also dem österreichischen Spezialstahlhersteller, bin ich auch nicht investiert, den finde ich aber wesentlich interessanter. Und da kam dann die zusätzliche Frage nach einem Unternehmen, das ich, gebe ich zu, noch nie vorher gehört habe. Bekert aus Belgien, die eben auch im Stahlbereich tätig sind, die dann nämlich Stahlseile produzieren. Ja. Und da habe ich angefangen, nachdem die Frage kam, mich ein bisschen einzulesen und habe das eigentlich immer interessanter und interessanter gefunden. Also Bekert hat, glaube ich, 24.000 Mitarbeiter, ungefähr so in der Größenordnung jedenfalls. Ja. Ich halte mich ja momentan in der aktuellen Situation gerne in wirklich stabile, große Unternehmen im Konsumgüterbereich oder im Energiebereich. Wäre man mit 24.000 Mitarbeitern noch ein eher kleineres Unternehmen. In der Stahlseilproduktion ja, ist Bekert aber einer der ganz großen Spieler. Und das gefällt mir eben auch relativ gut. Das bringt so eine gewisse Sicherheit, weil ich habe mir das nur zum Beispiel angeschaut. Also ich habe doch 2-3 Stunden geschaut, was man alles zu dem Unternehmen findet. Und Bekert hat zum Beispiel in den letzten Jahren, also in LKW-Reifen sind zum Beispiel auch zur Verstärkung im Gummi drin Stahlseile, halt sehr kleine Stahlseile drin, sonst wird der Reifen viel zu schnell abgerieben. Und Bekert hat in den letzten Jahren durch Zukäufe die Stahlseilproduktion von Pirelli und Michelin übernommen und ist zum Beispiel im Bereich Stahlseile, die dann in LKW-Reifen verarbeitet werden, Weltmarktführer mit einem Marktanteil von knapp 40%, so in etwa habe ich in verschiedenen Quellen gelesen, also in fast jedem zweiten Reifen der Welt, der auf LKWs aufgespannt werden, sind Stahlseile von Bekert drin. In PKWs dürfte der Weltmarktanteil etwas niedriger sein, aber er ist nach wie vor hoch und ich mag eben solche großen Unternehmen, weil es ist natürlich keine Garantie. Aktien sind immer mit Risiko behaftet, bei jeder Firma kann was ins Auge gehen. Aber das ist schon sowas, wenn man als Zulieferer zum Beispiel eben hier für die Automobilindustrie tätig ist und man hat einen derartig großen Anteil, dass wenn die Firma wegfallen würde, ja, wirklich der globale Lkw-Verkehr ein Problem hätte, dann ist normalerweise auch die Preissetzungsmacht ziemlich hoch. Also wenn dann irgendwas auf der Welt passiert, zum Beispiel zyklisch die Hälfte der Stahlunternehmen verschwindet in einer Krise. Nach der Krise kommt man drauf, dass die Produktionskapazitäten nicht mehr ausreichen, wirklich jetzt nur beispielhaft irgendwas. Und daher steigt nach der Krise der Stahlpreis immens an. Ja. Und dann wird also meiner Meinung nach Bekert mit der Aufstellung eins der Unternehmen sein, die höheren Preise ganz gut an ihre Kunden weitergeben können. Und das trifft in vielen Bereichen zu. Also ich habe mir im Geschäftsbericht, aber auch sonst eben angeschaut, was die Firma so alles macht. Ja. Auf Baustellen gibt es unterschiedlichste Produkte, also vom Kran bis zu diversen Baumaschinen, wo Stahlprodukte, Stahlfedern, ja, alles Mögliche vom Bekert drin sind. Das Erste, woran ich bei Stahlseil persönlich gedacht habe, sind diese riesigen Seile mit Brücken. Ja, und auch bei denen ist, wenn ihr über eine Brücke fahrt, die so ein Stahlseil habt, dann ist die Chance relativ groß, dass das von der belgischen Firma Bekert kommt. Aber auch bei Unterseekabeln zum Beispiel oder bei langen Überlandkabeln kommen die Stahlseile von Bekert zum Einsatz. Also Stahl, soweit ich aufgepasst habe, ist kein guter Stromleiter. Aber ich denke mal, wenn man so richtig feste Kupferstränge hat, die dann die Elektrizität leiten, ja, dann ist oft irgendein Schutz ebenfalls in Form einer Feder quasi drumherum. Und damit macht Bekert auch Umsätze. Das geht aber bis hin zu Stahlseilen, zum Beispiel die Offshore-Windkraftanlagen, die aber nicht im Boden verankert sind, sondern die quasi oben schwimmen und dann mit Ankern im Boden verankert sind. Auch die kommen von Bekert. Hat mich also interessiert. Ich
ich mache sowas gern, da lerne ich was dazu. Das ist für mich spannend, der mal anzuschauen, wo die Firma überall ihre Geschäfte macht. Und insgesamt gefällt mir der Produktmix ziemlich gut. Ja. Also alles nachvollziehbar, ja. Alles Sachen, wo die Firma seit langem tätig ist. Die Firma hat eine Buy-and-Build-Strategie gefahren, hat mittlerweile laut Geschäftsbericht 69 Fabriken, Produktionsstandorte weltweit in 23 Ländern, ist also auch wirklich global aufgestellt, wenn auch ein gewisser Fokus auf Europa nach wie vor feststellbar ist. Ja. Aber insgesamt gefällt mir die Firma eben relativ gut. Deswegen, das ist für mich immer der erste Punkt. Ja. Also egal wie gut die Geschäftszahlen einer Firma sind, wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass die in den nächsten 5 Jahren wichtige Produkte herstellen und die gut gehen werden. Dann erübrigt sich für mich persönlich der nächste Schritt. Wenn mich aber was wirklich interessiert, dann schaue ich mir also im zweiten Schritt genauer die Zahlen an. Hier fällt auf, was man in dem Bereich eh auch erwartet, dass also positiv die Firma in den letzten 6, 7, 8 Jahren, bin ich jetzt stichprobenartig einmal zurückgegangen. Die Firma ist eben, wie gesagt, noch nicht in meinem Depot drin. Ich habe mir es nur einmal für einen Überblick einmal zunächst angeschaut. Aber da fällt einmal positiv auf, dass die Firma immer Gewinne gemacht hat. Also ich bin relativ lang zurückgegangen und es gibt keine Verlustjahre. Ja? Positiv. Ja? Die Gewinne schwanken allerdings jetzt schon deutlich stärker, was eben eh logisch ist, aber als wenn ich das mit einem Konsumgüterhersteller oder mit einem großen Pharmakonzern, wobei das nach den Corona-Jahren auch nicht mehr so ist, dass die Gewinne dort sehr konstant wären, aber also in dem Bereich ist man klassisch von Infrastrukturprojekten abhängig, ja, und die können immer wieder mal stärker schwanken. Ja. Kann mit Konjunkturpaketen sogar so sein, dass in einer Wirtschaftskrise der Bereich ziemlich gut läuft, kann aber auch, wenn es keine Konjunkturpakete gibt, ja, andersrum sein. Ja. Ist einfach ein bisschen ein höheres Fragezeichen. Also ich mache mir bei der Firma eigentlich wenig Sorgen, dass die nicht in 5 Jahren nach wie vor gut ihre Produkte herstellen und verkaufen und auch ihre Gewinne machen. Das kann ich eben meiner Ansicht nach aus den Geschäftszahlen der Vergangenheit rauslesen. Aber ich muss mir hier bewusst sein, dass Gewinne und Umsätze stärker schwanken als in anderen Branchen. Deswegen recht wichtig die Verschuldung, also stark schwankende Umsätze und eine hohe Verschuldung ist eine schlechte Kombination. Ja. Unternehmen wie zum Beispiel McDonald's, die ziemlich hoch verschuldet sind, aber wo die Cashflows unglaublich konstant reinkommen, wäre natürlich auch nochmal besser, wenn auch die keine Schulden hätten. Ja, aber die dürfen etwas höher, meiner Ansicht nach, verschuldet sein als Unternehmen, wo die Umsätze eben sehr stark schwanken. Und das passt bei Bekaert. Also ich habe hier 2 Milliarden Gesamtverbindlichkeiten und in den letzten 2, 3 Jahren operativ 400, 500 Millionen Gewinn pro Jahr, operativen Gewinn. Ja. Also das 4- bis 5-fache vom operativen Gewinn an Gesamtverbindlichkeiten ist eine Kennzahl, wo man im absoluten grünen Bereich ist. Nach meiner Erfahrung, wenn die Gesamtverbindlichkeiten so gering sind, ja, dann muss man sich das auch gar nicht mehr genauer ansehen. Man kann natürlich, es schadet nicht, aber wie sich die Verbindlichkeiten aufteilen, weil sie insgesamt gering genug sind, dass ich mal so sagen traue, Bekaert wird kein Schuldenproblem kriegen. Also selbst in einem unwahrscheinlichen Szenario, dass die Zinsen noch einmal um 2% angehoben werden, ist das was, was an Bekaert vorbeigeht. Ja, vielleicht kostet das 2 oder 4% Marge, weil ein klein bisschen an Schulden schon da ist. Aber das ist hier unkritisch zu sehen. Eben was kritischer zu sehen ist, wenn man auf sehr stabile Investments aus wäre, ist, dass der Umsatz, ich habe mir das nochmal angeschaut, zum Beispiel seit 2017, ich habe da einfach ein bisschen gegoogelt, was findet man in älteren Wirtschaftsnachrichten, wenn man über die ersten 10 Treffer hinausgeht. Also die Umsätze zum Beispiel im Verhältnis zu 2017 und 2023 verglichen, sind die Umsätze heute um 40% höher als 2017, was also langfristig zeigt, dass es in
die richtige Richtung geht, aber die Umsätze sind zum Beispiel um 20% niedriger als letztes Jahr. Also von 2022 auf 2023 sinken die Umsätze um 20%. Ja. Könnte man jetzt also aus vorstellen, aber das ist jetzt eher Kaffeesud lesen, aber bei der Produktpalette, also die Automobilindustrie hat definitiv Probleme, da man eben im Zulieferbereich für Automobilindustrie ist, könnten da die Umsätze etwas schlechter geworden sein. Auch für Baumaschinen wird es wahrscheinlich bessere Rahmenbedingungen geben als jetzt gerade, wo die Baufirmen einen Auftrag nach dem anderen storniert bekommen oder wenn sie Sachen fertig bauen, gibt es keine Neuaufträge. Also Immobiliensektor ist ja bekanntlich aktuell, glaube ich, der Wirtschaftssektor in Deutschland, der die größten Probleme hat, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern schaut es zwar nicht so schlecht aus wie in Deutschland, also da hat die Politik mit den irrationalen Immobiliengesetzen schon einiges dazu getan, aber wirklich rosig läuft der Immobiliensektor in ganz Europa nicht, in China auch nicht, ja. In USA schaut er besser aus, ja. Aber also daran werden nämlich an die Umsatzrückgänge liegen. Es ist auf jeden Fall leicht feststellbar, dass man eben in zyklischen Branchen aktiv ist und deswegen werden relativ starke Schwankungen im Umsatz plus 20%, minus 20% von Jahr für Jahr auch in der Zukunft zu erwarten sein. Insgesamt, was für Packard spricht, ist also wenn die Firma jetzt so bewertet wäre, wie ich zum Beispiel im Konsumgüterbereich trotzdem öfter mal Firmen kaufe mit einem Kursgewinnverhältnis von 20, dann wäre Packard für mich eigentlich eher uninteressant, aber ich kriege die Aktie aktuell im Verhältnis zu den Gewinnen 2022, 2023, den Schätzungen 2024, 21 war sogar sehr gut bei der Firma, zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10, wenn ich eben 21 nehme, sogar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8, ja, bei einer Dividendenrendite von knapp 3%. Ja. Und das ist halt schon eine günstige Bewertung. Ja. Also wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass die Firma in den nächsten Jahren grobe wirtschaftliche Probleme über mehrere Jahre hinweg bekommen wird, und ich lege langfristig an, dann spreche ich hier schon von einem eher günstigen Einstiegskurs. Ja. Also danke auch nochmal für den Hinweis bei dem Video zu den Stahlunternehmen. Ich habe ja argumentiert, warum ich jetzt in die Stahlkocher selbst nicht investieren würde, auch wenn mir die Voestalpine ganz gut gefällt von einigen Kennziffern, ThyssenKrupp eben vor allem aufgrund der Verschuldung eher weniger, aber dennoch ist das energieintensiv und so weiter, ja. Aber die Stahlseilproduktion, ja, wo ich auch weniger Spieler am Weltmarkt habe, ja, und ein derartig gut aufgestelltes Unternehmen, das gleichzeitig ziemlich günstig bewertet ist. Also das ist für mich jetzt schon etwas, also der Kurs von Packard, wo ich also eher von einem Schnäppchenkurs spreche, ja, also jetzt kein Totalausverkaufkurs, aber doch eher wirklich günstig, gell? Und dementsprechend, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass die Firma in 5 Jahren doppelt so viel wert ist wie jetzt, wenn ich auch in einem zyklischen Bereich bin und nicht weiß, wie ich quasi von 100 auf 200 in den nächsten 5 Jahren kommt. Also das kann schon unter stärkeren Schwankungen sein, aber Packard auf jeden Fall ein Unternehmen, das zu mir ins Depot passen würde, wobei ich mal im letzten Video auch Airbus angeschaut habe, finde ich aktuell auch attraktiv, oder John Deere dort aufzustocken, halte ich aktuell auch für keine schlechte Idee. Also in ein paar Videos gibt es dann die Auflösung, was ich die Woche kaufe, irgendeine Position in meinem Depot werde ich erhöhen oder eine neue Position aufmachen, aber nur rein von dem betrachtet, finde ich persönlich Packard interessant, ja, aber wie immer keine konkreten Empfehlungen, es kommt aufs Gesamtdepot auf und nicht auf die einzelnen Werte, ja. In mein Depot würde es auf jeden Fall relativ gut reinpassen. Und als zweite Aktie heute habe ich mir FedEx nochmal genauer angesehen, also die FedEx-Aktie liegt schon seit längerer Zeit bei mir im Depot, habe jetzt nicht geschaut, seit wann genau, ist auch bisher gut gelaufen, ich habe allerdings auch nicht geschaut, hat auch 32 Grad heute, sehe ich da gerade am Thermometer,
wie viel Prozent ich da jetzt im Plus liege, aber ich habe mir nochmal die aktuellsten Zahlen angeschaut, also schon die Zahlen vom letzten Jahresbericht, oder fangen wir anders an, also FedEx ist der Kurs vor ein paar Wochen regelrecht explodiert, weil FedEx angekündigt hat, die Frachtsparte auszugliedern oder darüber nachzudenken, die Frachtsparte auszugliedern. Ja. Das ist für mich eigentlich eher einer der Punkte, wo ich langsam vorsichtig bin. In einem funktionierenden Markt sind sowas eigentlich eher fast null Meldungen. Ja. Also wenn ich ein großes Unternehmen habe, also mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern wie FedEx, und ich spalte das in zwei Unternehmen auf, dann erzeugt das einmal per se keine neuen Werte, es vernichtet auch keine. Ja. Also die beiden neuen Unternehmen werden dann gemeinsam ungefähr so viel wert wie das gesamte Unternehmen. Man kann dann argumentieren, wenn man es aufspaltet, dann kann sich das Management besser auf einen Bereich kümmern. Allerdings gibt es dann weniger Synergieeffekte. Ja. Also wenn Ankündigungen von Aktiensplits, ja, oder Spin-offs, ja, dann die Kurse stark bewegen, dann befinden wir uns oft historisch, glaube ich, schon in einem Kurs des Niveau, wo es relativ viel Luft nach unten gibt, weil eben in einem fair bewerteten Markt sollten solche Nachrichten nicht genügen, um Kurssprünge wie bei FedEx eben vor ein paar Wochen, was mich als Anleger, der FedEx im Depot hat, natürlich trotzdem freut, aber also ich misstraue dieser Euphorie ein bisschen, ja. Weil wenn ich mal die Zahlen vom letzten Jahr bei FedEx anschaue, dann sind die auch nicht schlecht. Gewinne plus 9%, Umsätze allerdings minus 3%, ja, ist also ein sauberes Jahresergebnis, aber von Euphorie doch entfernt. Ja. Ich habe bei FedEx also wieder mal, und das sind eine der Sachen, die sollte man sich anschauen. Ich habe ja vor ein paar Monaten mittlerweile einen Telegram-Kanal zu dem YouTube-Kanal gemacht, den ich persönlich mittlerweile diskutieren einige Zuseher da öfter mal über Themen, und das soll natürlich auch so sein, aber ich nutze den Telegram-Kanal nur, um Excel-Files mit den ganzen Zahlen, die ich hier durchbespreche, hin und wieder mit den Zusehern zu teilen. Ich werde dann diesmal nochmal in einen Kommentar geben. Falls ich vergesse, bitte mich daran zu erinnern. Aber bei FedEx ist das zum Beispiel ganz gut. Dort habe ich mir die Zahlen schon länger, weil die Aktie auch schon lange in meinem Depot drin ist, der letzten 10 Jahre rausgeschrieben, und man sieht eben wunderbar, dass bei FedEx natürlich unter Schwankungen, also vor allem mit den Corona-Jahren, wo teilweise immense Schwankungen da waren, damals ist ja auch der Welthandel, hat Kapriolen geschlagen. Aber das ist im Prinzip, was mir an FedEx eben gut gefällt, der Gewinn über die letzten 10 Jahre eben nicht linear, aber unter starken Schwankungen Stück für Stück in die Höhe geht. Im letzten Jahr gibt es dementsprechend auch einen Rekordgewinn. Und wenn ich mal den Gewinn in den letzten 10 Jahren anschaue, dann hat sich der fast verdreifacht, der Umsatz hat sich verdoppelt. Ja. Also hier passt langfristig alles. Das sieht man, wenn man auf die Zahlen im Großen schaut, was eben dann nur in Excel geht, relativ gut, ja. Also auf der Seite passt bei FedEx meiner Meinung nach alles. Ja. Ist eben ein internationales Logistikunternehmen. Auch das passt für mich, also für die Weltwirtschaft kaum wegzudenken. Ja. Wenn geopolitisch irgendwas passiert, dann kann da natürlich schneller mal FedEx in Mitleidenschaft gebracht werden, aber bei den Theorien aktuell, die schon was für sich haben, dass wir uns eher von einer jahrelangen Globalisierung hin zu einer sachten Deglobalisierung bewegen, und das verändert schon was, muss man schon klar sein, dass nachdem der Welthandel in den letzten 40 Jahren um 1000% gewachsen ist, geht er halt jetzt um einige Prozente zurück. Also mache ich mir nicht wirklich ernsthaft Sorgen um internationale Logistikunternehmen. Also auch die Deutsche Post ist bei mir im Depot drin. Was bei FedEx nicht so schön ist, im Kontext ist es durchaus auch tragbar. Chancen-Risiko-Verhältnis stimmt für mich, ja, aber es sind doch eine Verschuldung, die also nur einen Teil der Verbindlichkeiten ausmacht. Jetzt gehe ich anders als bei
Bekaert habe ich mir nur die Gesamtverbindlichkeiten angesehen. Die sind schon so niedrig, dass ich es mir eigentlich gar nicht genauer ansehen muss. Bei FedEx stimmt das nicht. FedEx hat durchaus Verbindlichkeiten im nennenswerten Umfang. Und wenn ich da eben verzinste, langfristige Schulden aus dem Geschäftsbericht rausnehme, wobei das ein Bewusstsein muss, dass sich manche Verbindlichkeiten, die nicht verzinst sind, ja, mit der Zeit in verzinsliche umwandeln, ja. Aber von der Größenordnung her gehe ich davon aus, dass also FedEx ungefähr 25 Milliarden an Schulden in der Bilanz mit sich rumschleppt, auf die Zinsen gezahlt werden müssen. Wenn ich von 5% Zinsen ausgehe, aktuell also ein üblicher Zinssatz für gute große Unternehmen, dann würde also FedEx 1,25 Milliarden in den nächsten Jahren an Zinszahlungen bei dem aktuellen Zinsniveau zahlen müssen. Und das muss man so ein bisschen im Verhältnis sehen. FedEx hat im letzten Jahr 6 Milliarden operativ verdient. Wenn man also von 6 Milliarden operativen Gewinnen 1,25 Milliarden an Zinsen zahlen muss, dann ist das tragbar, dann ist die Verschuldung von FedEx tragbar. Aber es kostet schon relevant Marge. Ne? Also ob man nach Zinszahlungen, wenn man keine Verschuldung hätte, 6 Milliarden Gewinn macht oder mit Zinszahlungen nur 4,75 Milliarden, das macht schon einen relevanten Unterschied. Ja? Also bei FedEx habe ich eine Verschuldung, die, sagen wir mal, nicht im problematischen Bereich ist, ja, aber die schon substanziell ist, ja, und das quasi muss man, wenn man in FedEx investiert ist, ich werde meine Aktien weiterhalten, für mich ist das kein Verkaufsgrund, theoretisch ist FedEx durchaus auch ein Unternehmen bei der aktuellen Bewertung, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich auch nochmal aufstock, aber mir ist bewusst, ja, hier könnte es Probleme geben, wenn zum Beispiel weltweit die Konjunktur einbricht. Das heißt, der Welthandel geht zurück, die Einnahmen von FedEx gehen zurück, das ist in den letzten Jahren immer wieder mal passiert, und gleichzeitig kommt ein Zinsschock, dass die Zentralbanken gezwungen sind, die Zinsen nochmal um 3% zu erhöhen. Also ist jetzt nicht das realistische Szenario, aber ich kann zum Beispiel bei der Verschuldung von Bekaert sagen, dass die das trotzdem einige Zeit zumindest aushalten. FedEx würde in so einem Szenario Probleme kriegen, nicht in Richtung Konkurs, aber das kann schon mal sein, dass man zum Beispiel eben die Dividende deutlich kürzen muss, um mehr Geld für Zinszahlungen übrig zu haben. Und das würde schnell dann dazu führen, dass der Aktienkurs sicher im nicht ganz niedrigen zweistelligen Bereich abschmieren würde. Also nur um der Vollständigkeit halber, risikofrei ist das Ganze nicht. Ja. Es gibt schon so einzelne, sagen wir mal, Querdenker, die Horrorszenarios für jeden Ökonomen an die Wand malen, geldpolitisch, nämlich dass die Notenbanken derartig in die Staatsschuldenkrise kommen, dass sie gleichzeitig Staatsschulden aufkaufen, also dass die Notenbank den Zins für Staatsschulden nach unten manipuliert und gleichzeitig aber die Leitzinsen nicht senkt, ja, oder vielleicht sogar anhebt. Ja. Sie würde dann also versuchen, extrem den Staat zu bevorzugen und die privaten Kreditnehmer zu benachteiligen. Das ist nur so ein Szenario. Historisch hat das noch nie stattgefunden, weil ich das auch als Harakiri sehen würde. Ja. Damit verstaatliche im Prinzip die gesamte Wirtschaft und das führt zum Desaster. Ja. Aber in den letzten 10 Jahren ist viel geldpolitisch passiert von den Notenbanken her, wo renommierte Ökonomen früher den Kopf geschüttelt hätten und gesagt haben, das kann die Notenbank doch nicht machen. Ja, ihre Aufgabe ist Geldwertstabilität. Aber das führt jetzt eigentlich viel zu weit. Ja. Ich wollte nur darauf hin, dass es eben auch bei FedEx gewisse Risiken geht. Allerdings sehr wahrscheinlich schätze ich die nicht ein. Und ich bin bei FedEx aktuell beim Kursgewinnverhältnis von 14 und bei einer Dividendenrendite von gut 2%. Und das sind durchaus so Unternehmen, wo ich mich persönlich damit im Depot recht wohlfühle. Man weiß also, was macht die Firma, wenn man sich die Geschäftszahlen, den letzten Geschäftsbericht mal durchliest. Und dann kann man relativ schnell einschätzen, wie die Firma aufgestellt ist. Es gibt also gewisse Risiken, aber insgesamt dominiert der positive Ausblick, gell,
Und die Logistik, die sich dieser Konzern eben über Jahrzehnte aufgebaut hat, was natürlich auch einen Burggraben hat, weil da in dem Bereich so schnell, also es gibt Konkurrenz, aber neue Firmen kommen da sicher so schnell nicht rein. Und meiner Meinung nach, wenn man also einiges dieser Firmen, die man auch selber kennt und versteht im Depot hat, wie FedEx, die eben alle, also ich würde FedEx wirklich als genau fair bewertet sehen. Kursgewinnverhältnis 14, Dividendenrendite von 2% von einer Firma, die insgesamt unter Schwankungen die letzten 10 Jahre super gelaufen ist, ja, wo es aber gewisse theoretische Risiken gibt, das ist für mich genauso eine faire Bewertung. Und wenn ich 80 solche Unternehmen im Depot habe, ist das meiner Meinung nach eine ziemlich krisenfeste Aufstellung, ja, auch wenn in einer eventuellen Krise auch zwei oder drei solche Unternehmen über den Jordan gehen werden, aber die anderen 77 bleiben halt übrig. Ja. Also wie gesagt, nur mein Ansatz, keine konkreten Empfehlungen. Also heute habe ich mal eben den belgischen Hersteller von Stahlseilen angesehen, wo ich sogar wirklich, sage ich selten, aber hier eigentlich klar sagen würde, hier ist eine günstige Bewertung da. Also ich sehe da einiges an Fantasie, würde mich durchaus reizen, hier einzusteigen. Ist auch eine Firma, jetzt anders als das letztens Mal, wo ich auf die Spezialkonstruktion bei Swatch eingegangen bin, wo man aber dann laufend am Ball bleiben muss und beobachten muss, wenn man sich so eine Aktie von einem der Weltmarktführer in Stahlseilen ins Depot legt und man checkt die Bilanz einmal ab und sagt eben kaum Schulden, Geschäftsverlauf etwas volatil, aber so, die kann man 5 Jahre liegen lassen und dann schauen, was draus geworden ist. Das muss man nicht ständig verfolgen. Da kann man also einige solche Firmen im Depot haben. Und hier würde es mich also durchaus reizen, einzusteigen bei Bekaert, weil die Bewertung meiner Ansicht nach kurz günstig ist. Allerdings eben mein Pulver ist leider begrenzt. Ja. Ich habe mein Kapital, das ich aktuell investiere, so eingeteilt, dass ich Woche für Woche in eine Aktie investiere. Und da gibt es momentan schon recht viel Interessantes. Auch FedEx ist grundsätzlich eine Position, wo ich eigentlich sage, ist fair bewertet, macht bei mir im Depot, ich habe mir das jetzt vorher nicht genau angeschaut, aber ich glaube irgendwo so 0,25% aus. Da würde also auch nichts dagegen sprechen, bei der Wichtigkeit des Unternehmens für die Weltwirtschaft hier noch einmal die Position also nachzukaufen und auf 0,5% aufzubauen. Ja, ich werde mir die Woche noch überlegen, wo ich genau investiere. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Grüß euch.